Ur-Berliner, ja, die wirklich kommen und ihr Ding durchziehen und so weiter und die Berlin halt wirklich repräsentieren, so wie es ist, gibt's wenig. Deswegen bin ich auch sehr, sehr schlecht. Oder ich muss mir den Kopf machen, dass jedes Mal, wenn ich mit dem Rapper ein Problem habe oder mit dem Rapper irgendwas ist, dann 50 Leute in mein Büro reinkommen und mir den Kopf einschlagen. Gescheitert oder warum ist er weg? Dann wollte er wohl nicht mehr, hat nicht mehr funktioniert, Karriere zerstört. Kannst du dich noch daran erinnern, was für ein Handy du 2008 hattest? Ich glaube, ein Nokia. Nokia N97, war das das? Ne, 2008, 2009 hatte ich das Nokia N97. Sony Ericsson und so ein Scheiß hatte ich, der Xperia. Ja, mein Xperia Z1, dieses Dings, was du hochschieben konntest. Das heißt, wir waren technologisch, was Handys angeht, noch in einer ganz anderen Welt. Ja. Und du musikalisch? Musikalisch auch komplett. Komplett anders. Das ist ja schon lustig, wenn man überlegt, das sind 7 Jahre. Ja. Jetzt glaube ich so, deine und im Prinzip so das erste Mal deine ersten Einschläge, die ersten Signale, die du so quasi rausgehauen hast. Und wenn man sich überlegt, wie auch dem technologischen Sektor so bei Telefon sich so krass viel entwickelt hat und das sich so, man hat, scheint das musikalisch bei dir auch zu sein, oder? Ja, aber finde ich es generell. Also wenn du mal den ganzen Musikmarkt einfach mal beobachtest, überleg mal, was in den letzten 10 Jahren allein in der Musik passiert ist. So jetzt gibt es diese ganzen Trap-Sachen und weiß ich was alles vor 10 Jahren. Digga, hast du mal so 3XL-T-Shirts, weiß und... Ja, normal. Hatte jeder. Ne? Ja. So eine Phase hatte jeder. Und damals, vor 10 Jahren, Little John und so eine Scheiße. Ja. Weiß, überleg mal, wie das alles in war und jeder Mensch das gehört hat. Und jetzt ist das so, keine Ahnung, schon wieder kommt es einem so vor, als ob das so weit weg ist, aber es sind vielleicht gute 10 Jahre, wo die Typen gerade in waren und ihre Musik gemacht haben. Und was für einen Blick hast du auf den Reason, ist das dann ja von damals? Pff, ist schwierig zu sagen. Einerseits... Unerfahren, nicht reif gewesen so. Also ich wünsche mir zum gewissen Teil immer noch, dass ich so manche Sachen, die ich damals gemacht habe, jetzt nicht nur vom Musikalischen oder so, sondern dass ich so wie viele andere Künstler einfach die Chance gehabt hätte, ein paar Sachen kleiner zu halten und jetzt erst mit dem so das Ding zu machen, dass es so ausgereift ist. Weil ich meine, viel Entwicklung kommt ja auch über die Jahre. Ich war ja damals gar kein richtiger Rapper. Das Ding war einfach nur, ich hatte einen Umkreis, der sehr bekannt war. Also ich kannte viele Leute, die sehr bekannt waren, wie Flair und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich im Umfeld von denen war und Flair zum Beispiel gesagt hat, ey, du bist jetzt bei Südberlin Maskulin, war das halt so, ja okay, ging, so geil. Aber es war nicht so, dass ich jeden Tag im Studio war oder jeden Tag Texte geschrieben habe oder daran gearbeitet habe, sondern es war einfach nur so, Flair ruft an und sagt, komm, wir gehen ins Studio. Ja okay, bam, ich springe auf irgendeinen Song drauf. Flair sagt, komm, wir fahren nach München alle, wir machen Musik. Habe ich eine Woche Musik gemacht, dann bin ich zurück nach Berlin und habe was ganz anderes gemacht. So. Für mich war das nie, dass ich diesen Fokus hatte, ey, ich rappe jetzt wirklich so, ich bin jetzt ein Rapper. Aber es war ja schon so ein bisschen so, auch in der Zeit, dass man durch diese enge Verbindung ein bisschen daran schnuppern konnte, also du im Speziellen, auf jeden so Fall. Wie geil das ist und dann, ich meine, das geht dann ja, machen wir uns nichts vor und egal, welcher Rapper da draußen sitzt die, und egal, was sie sagen, wir wissen alle, es geht in erster Linie natürlich um dann eigentlich vielleicht eine kleine Verwirklichung, es geht dann schnell um Fame, Krass. Es geht um Bitches und dann geht es vielleicht dann an nächster Stelle um Cash, in einer unterschiedlichen Reihenfolge vielleicht, aber am Ende sind es die gleichen Ziele so. Ja, ist auch jeder, der... Ganz ehrlich, jeder Rapper, der sagt, er macht nicht Musik, um damit Geld zu verdienen oder um sein Leben damit zu finanzieren, ist ein Heuchler. So, es ist Schwachsinn. Weil im Endeffekt will jeder davon leben. Es ist ja Kunst und es ist ja dein Hobby und es ist ja etwas, was du liebst. Und im Endeffekt ist es ja das Beste, was dir passieren kann, wenn du damit auch noch Geld verdienst. Weißt du, es kann mir kein Mensch sagen, hey, ich gehe lieber 8 Stunden am Tag arbeiten, als damit Geld zu verdienen. Aber was hat dir damals gefehlt? In deiner eigenen Wahrnehmung, in deiner eigenen... Verantwortungsgefühlen. Ganz ehrlich, damals hat eine Struktur gefehlt bei uns. Also auch bei Südberlin Maskulin. Ja. Für die Leute war das halt so krass, Südberlin Maskulin, das ist eine große Gang, die machen ihr Ding, das ist ein großer Haufen so. So die 3 Jungs zusammen, die sind bei Agro Berlin, bei denen läuft es ganz krass und bla bla bla. Aber das war ja gar nicht der Fall. In dem Zeitraum, wo wir unterwegs waren, ist ja Agro schon zerbrochen. Weißt du, Agro hat sich ja dann quasi an Universal verkauft. Die haben ja dann angefangen, weiß ich nicht, immer, das ganze Ding ging mal weiter nach hinten. Flair hatte dann die Probleme mit Neffi so ein bisschen und der Vertrieb stand nicht wirklich für Südberlin Maskulin. Also das war halt komplett, es war, wie soll ich sagen, einfach gar keine Struktur für uns da. Und wir hatten kein Label, wir hatten keinen Vertrieb, wir hatten nichts. Es war einfach nur die ganze Zeit, hey, keine Ahnung, wir machen was, aber wir versuchen. Ich versuche einen Vertrieb ranzuholen, ich versuche dies, ich versuche das. Dann kam ein Flair-Album, dann kam das nächste Flair-Album. Und das war dann halt irgendwann so gut verständlich, weil er musste es ja, das Boot ja irgendwie, weißt du, so am Ruder, er musste ja am Ruder bleiben, um zu sagen, hey, wir müssen weiter nach vorne kommen. Und das Geld muss ja reinkommen, um euch was zu ermöglichen. Aber irgendwann war es für mich dann so,
es passiert nichts für mich persönlich. Ich habe kein Geld, was reinkommt. Ich habe nichts, womit ich mein Leben finanzieren kann. Und irgendwann habe ich dann einfach so ein, ja, habe ich dann für mich persönlich das Ruder umgerissen und gesagt, ich will was anderes machen. Ich muss Geld verdienen. Ich muss mein Leben finanzieren. Ich muss ja auch irgendwie auf die Beine kommen. Also ich kann ja nicht mein Leben lang in der Siedlung bei mir hocken, weiß ich nicht, mit den Jungs Scheiße bauen, weiß ich nicht, Drogen ticken, sonst was, weißt du, da rumhängen und mein Leben vor mir hinsäuern lassen. Und im Endeffekt bin ich irgendwann 30, 35 und sage, okay, Scheiße, was habe ich heute gemacht? Ja, das ist aber, glaube ich, ein Punkt, an dem viele Rapper stehen. Und ich meine, es geht jetzt nicht um Name-Dropping und um Vergangenheit von zum Beispiel auch im Flair-Umfeld aufzurollen. Das hat er selber schon oft genug getan. Losgelöst davon, es gibt ganz viele Beispiele von so Künstlern, die ziemlich schnell auch Erfolg gerochen haben, dann aber vielleicht nicht schnell den monetären, also dass das Cash dann nicht so schnell lief, wie es sein sollte. Und das dann auch immer der Grund ist, warum man wieder die Finger davon lässt. So, das heißt... Ja, ich glaube, bei vielen ist es aber auch das Problem, dass sie zu krass darauf verkrampft sind, real zu sein. Also, oder okay, was ihre Definition von real ist. Im Ghetto zu hocken, Scheiße zu bauen, mit seinen Leuten zu chillen. Die kommen, weißt du, die haben einfach nicht den Fokus auf Business, sondern die haben den Fokus darauf, immer ihre Leute imponieren zu müssen, immer da sein zu müssen, immer dieses Umfeld bei sich zu behalten, zu sagen, ey, ich muss dies und das, bla. Irgendwann kommt der Punkt, wenn du im Leben weiterkommen willst, wo du dich von gewissen Leuten lösen musst. So, das heißt nicht, dass du jetzt mit den Leuten im Streit sein musst, aber du musst irgendwann dein Leben im Griff haben, so, weißt du? Und dann kannst du nicht den ganzen Tag im Ghetto rumchillen und mit Leuten, weiß ich nicht, im Viertel rumhocken und halt zusehen oder das Leben so leben wie dies leben, wenn du vielleicht ein Talent hast oder eine Art hast, womit du weiterkommen kannst. Weil im Endeffekt, die Leute machen es vielleicht nicht absichtlich, aber sie ziehen nicht runter mit der Art, wie sie leben und mit dem Lebensstil, den sie führen. Vor allem, wenn man selber so ein bisschen Gefühl dafür hat, dass man mehr, was du jetzt schon ein paar Mal beschrieben hast, als bis zu diesem Tellerrand will, sondern wenn man weiß, dass das gut und, oder das eine gut und das andere falsch ist. Und es zieht dich halt immer wieder zurück. Und das ist, glaube ich, das Problem bei vielen Rappern, weil die sich immer wieder zurückziehen lassen, weil sie immer wieder das Gefühl haben, eine gewisse Verpflichtung zu haben oder eine gewisse Art und Weise da sein zu müssen und sich halt selber was beweisen zu müssen und nach außen was beweisen zu müssen und dadurch nicht nach vorne kommen. Ich meine, es ist ja auch logisch, welcher große A&R oder welcher große Businessman will mit Leuten zusammenarbeiten, wo keine Zuverlässigkeit da ist, wo die merken, okay, weißt du was, da ist irgendwie nicht so das Business dahinter oder der Business-Kopf, sondern oder ich muss mir den Kopf machen, dass jedes Mal, wenn ich mit dem Rapper ein Problem habe oder mit dem Rapper irgendwas ist, dann 50 Leute in mein Büro reinkommen und mir den Kopf einschlagen. Ist halt normal. Deswegen musst du dich halt zu gewissen Art und Weise anpassen, aber viele wollen es halt nicht. Und daran scheitern die halt. Vor allem, wir spielen ja noch ein bisschen, da war ja ein bisschen in der Vergangenheit bei dir noch, und wenn man aber so mal ein bisschen zurückblickt, und das sind dann ja auch Erfahrungswerte, die du selber in dir trägst, dann ist es ja auch, wenn man ehrlich ist, eine Zeit, 2008, 2009, 2010, 2011. Und ob es nun auch da die Leute hören wollen oder nicht, aber im Prinzip mit den Einschlägen von Casper und Materia dann auf einmal eine breite Masse wieder sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt hat, bist du ja genau in dieser Phase davor, wo es einfach steil bergab gegangen ist und sich Leute fast dafür geschämt haben, dass sie gesagt haben, ich höre Rap-Musik oder ich mache Rap-Musik oder so. Ist quasi da dein erster Karrieretraum, der war ja bestimmt schon irgendwie so ein bisschen da und so ein bisschen das erste Gefühl dafür. Ja. Daran gescheitert oder an dir selber? An mir selber, na, was heißt an mir selber? Einfach an den Umständen, die zu der Zeit in meinem Leben waren. Es war halt eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wie gesagt, meine Mutter war zu der Zeit krank, also richtig krank. Sie hatte Krebs und alles drum und dran. Und wie gesagt, ich hatte mein Leben auch nicht so wirklich im Griff. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich dann auch zum gewissen Teil dafür selbst verantwortlich machst, weil du so denkst, Alter, ich lebe mein Leben so und so, ich baue so viel Scheiße, ich mache der Frau so viel Kummer und so viel in meinem Leben passiert, wo sie halt, weißt du, sich auch immer wieder Kopf macht und denkt, also was macht der, der ist bis nachts irgendwo draußen, dann hört sie da eine Geschichte, dann hört sie da dies. Du fängst an, die Vorwürfe zu machen, du sagst, okay, bin ich daran schuld, weil ich vielleicht mein Leben nicht so lebe, dass sie stolz drauf sein kann oder vielleicht abends zu Hause sitzt und sagt, ey, ich mache mir keine Gedanken, so, der macht sein Ding, der arbeitet, der hat seinen Job, der ist safe und so weiter und so fort. Und für sie war das halt immer so, ja, so Kopfschmerzen. Und natürlich machst du dir dann irgendwann auch selber Vorwürfe, weil du denkst, okay, also bin ich daran auch schuld, weil ich derjenige bin, der die ganze Zeit ihr so ein bisschen die Kopfschmerzen im Leben macht. Und ja, natürlich im Zweifel, ne? Klar, ist normal. Irgendwann denkst du es halt so. Und ja, irgendwann kam dann auch der Punkt, wo ich dann auch selber gesagt habe, was für ein Lebensstil und was für einen Lebensstandard will ich haben. Und ich habe dann irgendwann die ganzen Jungs um mich herum gesehen, habe so gesehen, wie die leben, was die für einen Lebensstandard haben, was die machen und so. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, das ist nicht das, wo ich bleiben will. Ja. Weißt du, für einen gewissen Zeitraum war es cool, es war Spaß, immer mit den Jungs zu chillen, sein Ding zu machen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dann sagst, Alter, ich will weiter. So, ich will nicht mein Leben lang hier so bleiben
und mir nichts leisten können und nicht wirklich so in dem Leben voranzukommen oder zu sagen, hey, ich bin jetzt hier in dem Ghetto gefangen und weißt du, bin so wie die ganzen anderen Jungs, die hier sitzen. So, so da gibt es Jungs, ich kenne die seit 10, 15 Jahren oder so, die sind mein Vorbild gewesen, wo ich klein war, wo ich 10, 11 Jahre alt war, weil ich dachte, boah, krass, Alter, die sind die Großen und dies und das. Und jetzt siehst du die, die haben, weiß ich nicht, 3, 4 Kinder, die leben immer noch da, weißt du, wo sie vor 10, 15 Jahren gelebt haben. Und schlagen sich von einem Gehalt oder von einem Amt Dings zum anderen. Und dann denke ich mir so, krass, Alter, da will ich gar nicht hin. Ja. Weißt du? Und warum fängst du dann jetzt wieder an, die Sache mit Ernst zu verfolgen? Dieses Rap-Ding? Einerseits, weil ich auch persönlich einfach viel mehr geschrieben habe und viel mehr gemacht habe. Und weil ich auch gemerkt habe, dass bei mir persönlich eine Steigerung drin ist, von dem musikalischen Aspekt her, von dem, was ich machen will. Und ja, es kam einfach irgendwann mit der Zeit, dass die Lust auch wieder da war. Damals zum Beispiel war auch nicht wirklich die Lust da, wo ich dann die ganzen privaten Probleme und so weiter hatte. Da ist mir auch irgendwie die Lust auf Musik vergangen, weil ich dann gesagt habe, ey, das bringt mir gerade gar nichts. So, es ist nicht so, dass ein riesen Verdienst reinkommt, deswegen mache ich es nicht. Und jetzt einfach auch, weil ich privat die Stabilität habe, auch vom Finanziellen her und alles drum und dran, habe ich einfach gesagt, ich mache es jetzt wieder, weil ich einfach Spaß dran habe. Und ich einen Produzenten, wie gesagt, Lucry, habe, der mir halt krasse Beats gemacht hat in letzter Zeit so und einfach gesagt habe, weißt du was, wir ziehen das jetzt konsequent durch. Zu dem kommen wir gleich noch. Ich will vorher noch ein bisschen daran rumrühren, warum es jetzt gerade so wichtig ist. Das heißt ja, wenn man die Vergleiche von dem damaligen Standpunkt und dem Reason und dem heutigen Jalil betrachtet, dann ist der heute ja wesentlich aufgeräumter, hat eine ganz andere Basis und sieht es vielleicht auch entspannter und mehr als Hobby und als Entfaltung als früher? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sehe es auch definitiv. Also was mich lockert, ist, dass ich nicht darauf angewiesen bin. Dass es nichts ist, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt dies und das schaffen, weil ich sonst, weiß ich nicht, nichts anderes habe, sondern es ist für mich, es macht mir Spaß. Und ich glaube, man hört das auch an der Musik. Man hört auch an der Musik, dass da einfach viel mehr Energie hintersteckt. So im Gegensatz zu damals, ich habe mich auch mehr gefunden. Auch mit der Stimme und wie ich rappe, was ich mache. Halt auch, wie ich über die Beats rappe, was für Flows ich auf welchen Songs packe und so weiter und so fort. Ich habe mich einfach musikalisch viel weiterentwickelt als vor 4, 5 Jahren. Hast du wirklich Pause gemacht oder hast du im stillen Kämmerlein immer weiter gebastelt? Ich habe immer ein bisschen so geschrieben und ein bisschen gearbeitet. Also Pause habe ich eine Zwischenzeit gemacht. Ich habe jetzt auch zwischen dem Projekt und meinem letzten Projekt so eigentlich eine relativ lange Pause gemacht und davor auch. Und es ist immer so, ich schreibe immer, wenn ich Bock habe. Also ich mache mir da selber keinen Druck. Bei dem Album jetzt hatte ich ein bisschen Druck, weil wir wirklich ein Release-Date gesetzt haben, bevor wir überhaupt einen Song fertig hatten. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache, glaube ich, oder? Ja, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Aber ich habe da schon so den einen oder anderen Künstler, der sich selber Deadlines gesetzt hat, danach überfluchen hören, weil er dann am Ende ein Produkt abliefert, von dem er vielleicht gar nicht so überzeugt ist. Du wirst mir jetzt natürlich sagen, dass du von deinem hundertprozentig überzeugt bist. Ja, nö. Aber es macht den Job trotzdem schwerer. Ja, definitiv. Es hat den Job extrem schwer für mich gemacht. Gerade auch, weil halt Features drauf geplant waren, die es am Ende nicht geschafft haben, weil sie selber an ihren Alben dran waren. Und so. Und natürlich, wenn du dann 2 Wochen oder eine Woche vor Abgabe denn die Nachricht kriegst, dann ist es noch mehr Druck, weil du dann denkst, oh Scheiße, Alter, ich muss den Song noch fertig machen, ich muss da noch schreiben, jetzt kommen noch 2 Solo-Songs hinzu. Und das war halt Überstress für mich, das Album dann am Ende so ein bisschen fertig zu machen. Aber ich war im Urlaub zu der Zeit und deswegen war es relativ entspannt. Ich saß bei fast 40 Grad, einfach irgendwo auf einer Liege, ja, mehr vor mir, hab Kopfhörer aufgesetzt und hab geschrieben. Und deswegen, das war dann komplett entspannt. Also dann dachte ich echt, okay, ich kann wirklich entspannt schreiben. Und ja, so kann man es auf jeden Fall dann aushalten. Ich glaub, dann ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass ich als Künstler das jemals machen könnte. Und habe mich auch immer über die Leute gewundert, die irgendwo hinfliegen, so Rapper und so, wenn die sagen, ich bin jetzt an dem und dem Ort, schreibe da mein Album und so. Und ich dachte mir, ich brauche doch immer diese Atmosphäre, so, weißt du, Berlin zu sehen und die ganzen Ecken und so. Aber irgendwann kommt so der Punkt, wenn du dann da bist und da schreibst, dann hast du eine ganz andere Kreativität. So, weil dein Kopf ist einfach frei. Du hast ganz andere Ideen, du bist viel entspannter drauf, du hast ganz andere Vergleiche und so. Und das ist schon krass. Also auf jeden Fall, ich habe schon Bock, das nächste Album auch an einem Ort irgendwie im Urlaub oder so zu schreiben. Ja, scheint ja dann immer ein Muster zu sein, was bei dir funktioniert. So, ich glaube, es ist dann ja viel komprimierter, kann man dann sich auch nicht fallen lassen und sich in Thematiken hineinfallen lassen, um sie zu verarbeiten. Ne? Ja, wobei das auch die Songs waren jetzt fürs Album, die dann am Ende ein bisschen lockerer waren, die dann weniger das Street-Ding war, so zum Beispiel Keine Option oder Du Keck mit Ali, so die Songs waren es dann, die ich dann noch im Urlaub so zu Ende geschrieben habe. Wo ich dann halt nicht wirklich dieses Street-Level oder diese ganzen Geschichten so aufgreifen musste und mich so sehr konzentrieren musste, sondern das war dann wirklich
locker schreiben und entspannte Thematik so. Was man bei 40 Grad halt so machen kann. Auf jeden Fall. Was glaubst du, wie haben dich die Leute früher wahrgenommen? Mhm. So der Fan, derjenige, der da draußen sich mit Musik beschäftigt. Was für ein Bild hatten die von dir? Also wenn ich ganz 100% ehrlich bin, glaube ich, da hoffe ich drauf. Mehr negativ als positiv. Wobei ich selber sagen muss, wenn ich die alten Sachen höre, bin ich auch, also ich kann sie von mir persönlich, von meinem Standpunkt aus nicht mehr so hören. Ja. Wenn ich die neuen Sachen höre, weil ich das dann immer im Vergleich setze. Aber es ist normal, es macht jeder Künstler. Jedes Mal, wenn du ein neues Album machst, vergleichst du es mit den alten Sachen, dann denkst du, hörst du wieder da was, wo du sagst, oh krass, nee. Aber die alten Sachen zum Beispiel, wie gesagt, ich war für mich persönlich noch gar nicht reif genug, ja, um das so an den Start zu bringen, wie ich es jetzt heute machen könnte. Und dadurch, ich würde nicht sagen, was verbaut oder so, aber es war für mich so, es war halt, ja, ich hätte es besser machen können. Mhm. Ja, also jedes Mal, wenn ich die Sachen höre, denke ich mir, ich hätte das und das besser machen können, ich hätte das und das besser machen können. Aber es stört mich nicht, weil zum gewissen Teil ist es auch cool, weil die Leute eine gewisse Entwicklung sehen und halt natürlich dann auch das Alte mit dem Neuen vergleichen. Und das auch wieder so ein Bonus für mich ist, wenn die Leute die neuen Sachen hören und die Reaktion auf zum Beispiel das Snippet und so und die dann sagen, Alter, krass, was ist das denn so, der hat sich voll gesteigert, der hat dies und das. Und ich mir dann denke, ja, es ist eigentlich schon seit ein paar Monaten so, aber ihr habt es halt noch nicht gehört. Ich glaube, ich will da mich ein kleines bisschen darauf hinaus, denn das ist natürlich eine Altlast, die du da mit dir rumträgst. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, also, du hast einfach einen Stempel da hinterlassen und über den hat man die Leute, wie auch immer, sich dann dich daran festgemacht, haben ein negatives Bild vielleicht oder irgendwas von gescheitert oder warum ist er weg, dann wollte er wohl nicht mehr, hat nicht mehr funktioniert, Karriere zerstört. Mhm. Alles so Begriffe, die man auch im Internet lesen kann. Und wenn man dann das, was heute passiert, hört, gebe ich dir genauso recht, hat das mit dem von früher A, gar nicht mehr so viel zu tun und B, darauf will ich ja nicht so ein bisschen hinaus, ist es ja dank einer neuen Generation an Hörern, die da kommt, für dich ja fast die Möglichkeit wie ein Neustart. Du hast zwar irgendwo gesagt, du wärst gerne nochmal Newcomer und bist es nicht, aber so ein bisschen schon, oder? Ja, gewissermaßen bin ich auch ein Newcomer. Also es gibt einige oder viele Hardcore-Fans, die mich halt noch kennen, ja, aber im Groben und Ganzen ist es eine Art Neustart und ich sag mal, ich find's nicht mal so schlimm. Also wie soll ich sagen? Es stört mich nicht mal, dass es diese alte Geschichte gibt, so mit Reason und dies und das, weil es ist für mich etwas, wo ich sage, es ist ein Kapitel gewesen, ein eigenes. Und es zeigt wiederum jetzt den Fortschritt als Künstler. Weißt du, ich meine, wenn du dir, es ist bei jedem Künstler, wenn du die Flair anhörst zu so ganz alten Zeiten, dann würdest du auch sagen, so Alter, krass. Und wenn du ihn jetzt hörst, das sind Welten. Ja, es ist damals einfach eine andere Epoche für die Leute gewesen, dass das alles Klassiker waren, sowas wie CCN oder so. Aber ich glaube, mit dem Können und mit dem Talent, was Bushido und Flair jetzt haben, wenn die sowas heutzutage machen würden, dann wäre es ein komplett anderes Album. Mhm. So, weißt du, aber gerade dieser Stil und gerade das, woran die Leute festhalten, ist ja einfach nur diese Zeitepoche und zu sagen, das war meine Jugend, das war dies, das war das. Und womit sollen die dich denn heute in Verbindung bringen? Wofür möchtest du heute stehen? Heute? Wofür ich heute stehen will? Eigentlich als eigenständiger Künstler. Und ich sage ganz ehrlich, ich will für Berlin stehen. Weil ich finde persönlich, jetzt wie gesagt, bis auf Flair oder Bushido, hat sich in Berlin in den letzten Jahren nicht mehr so viel getan. Also zumindest ein Street-Rap-Label. Ja, ja. Ja, es gibt Künstler, die ganz andere Bereiche abdecken. Ja, wie du schon sagst, so Materia oder so, die jetzt auch in Berlin wohnen, das sind keine Berliner, so gebürtige Berliner. Drei Viertel von Rap-Deutschland lebt mittlerweile in Berlin, glaube ich. Ja, genau. Aber ich sag mal so, Ur-Berliner, die wirklich kommen und ihr Ding durchziehen und so weiter und die Berlin halt wirklich repräsentieren, so wie es ist, gibt es wenig. Deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz auf das Album, weil ich finde, das ist zum gewissen Teil mal wieder so ein sehr, sehr hartes, eigenständiges Berliner Album geworden, was seinen eigenen Sound hat. So, neben Flair seinen Sachen. Klar, Flair hat auch diesen CCN-Sound mit drin und diese melodischen, melancholischen Sachen. Aber ich finde das Album bei mir, auch die Art, wie ich die Trap-Sachen gemischt habe mit dem neueren Sound und dann trotzdem wieder so ein bisschen den älteren Sound mit vermischt habe, den Berliner Sound, ist es was Neues. Lucre hat produziert, ne, komplett, oder? Lucre hat es komplett produziert. Iyad und Flair und ich, wir sind über viele Beats nochmal rübergegangen und haben die Songs halt auch nochmal ausproduziert am Ende. Da wäre nämlich die nächste Frage gegangen. Du hast schon intensiv auch ins Soundbild versucht mit einzugreifen oder nur so sporadisch? Haben wir alle komplett. Also Lucre hat wirklich die Beats immer wieder ausgearbeitet. Ja. Ich bin aber auch krass pingelig. Also ich glaube, der ist auch durchgedreht bei dem Album, weil ich bin da echt so, ich bin ganz schlimm. Also du kannst mir ein Beat schicken, du kannst mir 100 Mal sagen, dass der geil ist, wenn ich nicht innerhalb der ersten Sekunde sage, Alter, krass, ist er weg. Ja.
Und er hat mir bestimmt, ich glaube, 70, 80 Beats geschickt, wo ich immer wieder gesagt habe, so, ey, yo, nein, nächster Beat, nein, nächster Beat. Wir haben am Ende eine Opernsängerin gehabt, die hat auch viele Beats gesungen. Wenn die Leute das hören, die werden denken, das ist ein Sample, aber es ist kein Sample. Irgendwie gibt Flair-Interviews, wir gucken jetzt Flair-Interviews, Entertainment, haha, guck mal, der labert nur Scheiße oder so. Aber im Endeffekt wusste ich, gerade wenn du auch Songs hörst oder auch Trap-Songs von anderen Künstlern oder so hörst, die verstehen halt einfach.